Hallo und herzlich willkommen zu Microsoft Project, hier die Version 2010. Hier geht zum einen um kritische Vorgänge, aber auch um freien Puffer und Gesamtpuffer. So, hier habe ich erstmal so eine kleine Vorgangskette, drei Vorgänge und zwischen den Vorgängen liegen hier zwischen 1 und 2 3 Tage Luft, zwischen 2 und 3 3 Tage und zwischen 3 und dem Fertigstellungstermin nochmal ein Tag. Hier ist wirklich alles völlig unkritisch. Vorgang 1 dürfte sich nämlich hier um 3 Tage bewegen, ohne Vorgang 2 zu bewegen. Vorgang 1 dürfte sich um ganze 6 Tage bewegen, ohne Vorgang 3 zu bewegen und sogar um komplette 7 Tage, ohne den Endtermin in Gefahr zu bringen. Ja, also wir haben dann hier ein Puffer bei Vorgang 1 von 3 Tagen, aber von 7 Tagen Gesamtpuffer. So, was haben wir denn hier bei Vorgang 1? Vorgang 1 dürfte sich um 2 Tage verschieben, da ist also Luft drin, ohne Vorgang 2 zu gefährden. Vorgang 1 dürfte sich um ganze 6 Tage verschieben, würde dabei Vorgang 2 mitbewegen, aber Vorgang 3 darf sich nicht bewegen. Würde sich Vorgang 3 bewegen, wäre auch sofort der Meilenstein hinten, der Endpunkt in Gefahr. Das heißt, man kann unterscheiden zwei Arten von Puffern, nämlich einmal, um wie viel darf sich ein Vorgang frei bewegen, ohne den Nachfolger zu verändern. Das ist der freie Puffer. Und wie viel darf sich ein Vorgang bewegen, dabei andere Vorgänge mit verschieben, aber dabei nicht den Endtermin in Gefahr bringen, also nicht zum kritischen Vorgang werden. Kritische Vorgänge zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen Puffer der Länge 0 haben, also dadurch, dass hier eine automatische Gefährdung des Endtermins mit einhergeht. So, hier haben wir nochmal Vorgang 1 und 2 direkt aufeinander. Hier hätte Vorgang 1 0 Puffer, aber dürfte Vorgang 2 um 6 Tage schieben. Vorgang 2 selber darf sich 6 Tage bewegen, freien Puffer und Gesamtpuffer, und würde erst dann auch kritisch werden. Ja, das heißt, über diese Pufferzeiten wird definiert, wann ist ein Vorgang kritisch und wann nicht. Und das gucken wir uns jetzt mal direkt in Project an. Die Vorgänge der kritischen Vorgänge hier, die kann man sich hier anzeigen lassen, also kritische Vorgänge hier in Gantt-Diagramm-Tools, da gibt es einen kleinen Schalter. Und wenn man hier auf kritische Vorgänge klickt, wird jeder Vorgang mit der Pufferlänge 0, also Puffer, Gesamtpuffer 0, muss man dazu sagen, hier rot gefärbt. Alle anderen Vorgänge bleiben blau, also hier der Haken kritische Vorgänge, den kann man ein- und ausschalten. Zum anderen gibt es natürlich auch Filteransichten, wo man sagen kann, zeig mir mal kritische und unkritische Vorgänge getrennt voneinander an. Gucken wir uns das mal an, hier bei Ansicht. Ja, bei Ansicht, da finden wir hier Filter, und bei Filtern, da könnte man sagen, ja, zeig mir mal nur die kritischen an. Hier kritisch, und es werden alle Vorgänge mit Gesamtpuffer 0 angezeigt. So, das stelle ich mal wieder auf alle Vorgänge ohne Filter. Na, wo haben wir denn hier kein Filter? So, zurück. So, hier Gantt-Diagramm-Tools. Da kann man auch die Pufferzeiten anzeigen lassen. Und die Pufferzeiten, das sind hier die Zeiten, die freien Puffer, die einen Termin hat, einen Vorgang hat. Dieses Arbeitspaket 1, V1, ne, darf sich hier verschieben 3 Tage. Dies darf sich hier verschieben 3 Tage. Also das sind nicht die Gesamtpuffer, die hier angezeigt werden, das sind die freien Puffer. So, die Ansicht der Puffer hier, da sehe ich ja keine Puffer, ich sehe nur, diese Termine sind hier gesetzt, hier vorne, da steht ein kleines Kalendersymbol. Na, da habe ich gesagt, darf nicht eher beginnen, also hier, soll ab dem 20. Juli beginnen. Die Ansicht schalte ich mal um. Rechte Maustaste, berechnete Termine. Bei berechneten Terminen, da bekomme ich angezeigt, wann beginnt denn momentan dieser Vorgang und wann muss er spätestens beginnen. Ich schalte diese Ansichten hier, ich mache die Spalten mal ein bisschen kleiner. So, ich habe hier auch gerade die Uhrzeiten mit dabei. Na, das macht es natürlich breiter. So, freie Pufferzeiten und Gesamtpufferzeiten, das sehe ich hier alles. Schauen wir uns das mal an. Ich sehe, dieser Vorgang 1 beginnt am 13., hat aber eine Gesamtpufferlänge von 6 Tagen, das heißt diese 3 Tage,
plus die nächsten 3 Tage des nachfolgenden Vorgangs. Selber hat er freien Puffer von 3 Tagen, 3 Tage, die er später enden dürfte, die ich den Vorgang verschieben dürfte, ohne den Nachfolgetermin zu verändern. Der nächste Vorgang, der hat nur 3 Tage freien Puffer, hier dieser, der darf sich 3 bewegen und das ist auch sein Gesamtpuffer, weil würde er sich mehr als 3 bewegen, wird er Bestandteil des kritischen Pfads und würde automatisch bei weiteren Verschiebungen den Endtermin verschieben. Ja, bei Vorgang 3 sehe ich schon gleich, der ist kritisch, der hat einen freien und einen Gesamtpuffer von 0 Tagen. No, das stelle ich mal jetzt ein bisschen anders ein. Ich mache diesen Vorgang hier, ich klicke mal auf, ja, doppelt drauf hier, auf Erweitert. Da steht momentan Anfang nicht früher als 20.07. Den stelle ich mal auf so früh wie möglich ein. Das heißt, keine Termineinschränkung hier, so früh wie möglich. So, den Termin hier lösche ich mal raus. Okay, das heißt, der startet, sobald er kann. Das heißt, der Vorgang darüber, der hat jetzt null Puffer, weil der wird ja diesen Vorgang hier verschieben. Aber der Gesamtpuffer hier, der ist 6 Tage bei dem ersten Vorgang. Schauen wir uns das mal an. So, dieser Vorgang dauert mal jetzt ein bisschen länger. Ich hole mir mal kurz die Spalte Vorgangsdauer. Spalte einfügen, Dauer. So, da sehe ich jetzt auch die Dauer. Und der dauert jetzt mal nicht 2 Tage, der dauert mal 3 Tage. Und dann sieht man, ja, wenn man mal hier auf die Puffer schaut, da sieht man, wie sich der Puffer aufzehrt. Ja, jetzt dauert der Vorgang nicht 3 Tage, jetzt dauert er 7 Tage. Der Puffer ist auf einen Tag geschmolzen. Jetzt dauert der Nachfolgevorgang nicht 3 Tage, sondern 4 Tage. Und somit ist bei allen Vorgängen der Puffer aufgezehrt. Und wo kein Puffer ist, ist auch automatisch kritischer Vorgang. Kritischer Vorgang wird bestimmt hier durch die Lage des letzten Elements in meinem Projektplan. Ich kann diese ganze Systematik kaputt schmeißen, wenn ich jetzt hier einen zweiten Meilenstein hätte, der dauert auch 0 Tage. Und diesen zweiten Meilenstein, den setze ich jetzt mal händisch, weil da ist die Abschiedsfeier, ne? Den setze ich jetzt mal händisch auf den 4.8., na, das muss ich hier einstellen, auf den 4.8.2012. Damit ist dieser Meilenstein das letzte Element. Dadurch hat der vorhergehende Meilenstein jetzt auf einmal einen Puffer von 2 Tagen hier, gesamt und frei, und nichts ist mehr kritisch. Das heißt, das letzte Element bestimmt, obwohl diese beiden Linien hier, dieser und dieser Vorgang, gar nicht miteinander verbunden, verknüpft sind. So, ich lösche das nochmal raus. Was ist denn, wenn ich hier unten eine zweite Phase hätte und dort gibt es die Vorgänge Vorgang A, Vorgang B und Vorgang C und auch dort gibt es einen Meilenstein. So, ich mache die mal automatisch geplant kurz, automatisch geplant. Aber ich sehe schon hier, die Puffer orientieren sich an dem da oben. Ich mache die mal ganz kurz, diese Vorgänge und auch den Meilenstein hier, verknüpft das mal. So, und jetzt habe ich hier eine Kette von Vorgängen, die nichts mit dem da oben zu tun hat. Und mein Puffer, ja, schade hier, ne? Hier unten ist eigentlich egal, wann es fertig wird, es zählt ja der Endtermin. Also solange hier keine Verbindung ist zu einem dieser Elemente hier oben, ne, zum Beispiel, der soll mal Voraussetzung sein, dass Vorgang 2 da oben beginnen kann, ja, wird der Puffer unabhängig berechnet, also bis zum letzten Endtermin. Verknüpfe ich das mit einer anderen Ebene, mit einer anderen Schiene, sehe ich hier, ah, hier ist ja noch ein bisschen Luft, hier sind 3 Tage Luft, ne, hier dürfte was länger dauern, 2 Tage und nochmal 1 Tag, so, und auch dann würde das da unten erst kritisch werden. Durch die, ja, Verknüpfung habe ich hier natürlich die Puffer reduziert. Gucken wir uns das nochmal in einem anderen Szenario an. Ich löse diese Verbindung mal. Moment, diese Verbindung hier zu diesem, die knacke ich mal. Ja, ich setze hier unten, das ist ja ein Meilenstein, da setze ich mal einen Stichtag. Da ist momentan Ende am 23.07. Klick, klick. Ich setze einen Stichtag auf den 24.07. Und automatisch wird der
Puffer berechnet bis zum Stichtag. Das Verhalten, ja, zeigt hier Microsoft Project, ja, aus Projektmanagement-Fachlehrgängen, ne, sehe ich immer, aha, das ist der Endtermin. Nein, es sind auch die kritischen Vorgänge hier bei Project, die den Puffer verkürzen und denn entsprechend hier sich alles auf den Puffer bezieht. Das heißt, obwohl hier vielleicht gar nichts kritisch wäre, wenn mein Stichtag hier bei diesem Vorgang, wenn mein Stichtag der 17.7. wäre, gucken wir nochmal, klick, klick, Stichtag 17.7., da liegt es ja momentan auch, dann wird dieser Vorgang kritisch. Ja, dann hat er keinen Puffer mehr. Der muss hier stattfinden. Der Nachfolgevorgang ist nicht kritisch. Gucken wir uns das hier nochmal an. 23.7. Ja, der soll am 23.7. fertig sein. So. Ja, das heißt, der hier darf sich nicht verschieben, weil der würde den Nachfolgevorgang verschieben. Ja, und ja, wenn ich den jetzt mal auf 2 Tage hier verkürze, dann hätte ich hier meinen Stichtag, hätte entsprechend den Puffer und ist natürlich eine Möglichkeit, hier noch mit Puffern zu arbeiten über die Stichtage, unabhängig hier oben von dem kritischen Weg. So, ich habe das mal gelöscht. Das ist ja ein Drama. Wenn ich 6 Tage habe, ist klar, das ist nicht kritisch. Habe ich aber nur noch einen Tag oder hier 3 Tage, Moment, machen wir mal einen Tag. Habe ich noch einen Tag, dann wird das nicht kritisch angezeigt. Das ist für ein großes Projekt, was über 2 Jahre geht, natürlich ein Drama, wenn da etwas abhängig ist von einem Tag. Dass kritisch nur geschaut wird, ist da irgendwie 10 Minuten, sind da 10 Minuten Luft zwischen. Eine Minute würde auch schon reichen. Also die Dauer von null, eine Länge, Pufferzeitlänge von null, die sagt, das ist kritisch. Das kann man einstellen. Man kann bei Datei, bei Optionen, kann man einstellen. Moment, da muss ich mal hier bei erweitert, glaube ich, schauen. Ab wann ist denn ein Vorgang kritisch? Und da kann man einstellen, hier unten, Vorgänge sind kritisch, falls Puffer kleiner oder gleich, aha, kleiner oder gleich, und da gebe ich mal eine 3 ein, 3 Tage. Und das heißt, alles kritisch, obwohl da noch Puffer ist. So, jetzt mache ich mal 2 Tage. Jetzt sind da 4 Tage, dann ist es nicht kritisch. Bei 3 Tagen wird es kritisch. Ja, also da kann man den Puffer sich selbst auch noch ein bisschen, ja, konfigurieren. Ab wann ist ein Puffer kritisch? So, schauen wir nochmal. Optionen waren das. Erweitert. Ganz unten. Unterster Punkt. Vorgänge sind kritisch. Falls Puffer kleiner oder gleich 3 Tage. So, das nehme ich mal wieder auf 0. Und noch ein spannender Schalter. Den finden wir darüber. Mehrere kritische Wege berechnen. Den zeige ich mal erstmal, ohne das zu zeigen. Hier unten. Da ist ja einmal was kritisch und jetzt nochmal, ich schalte mal auf automatisch um, nochmal hier VA, ja, V1 nochmal, V2 und V3 und Meilenstein 2, so, und verbinde die. So. Jetzt ist hier unten eine völlig unabhängige losgelöste Kette, hatten wir gerade schon mal, und hier ist nichts kritisch. So, hier oben, da erhöhe ich mal auf 8 Tage, da oben wäre alles kritisch. Das heißt, eine Verschiebung hier verschiebt mein Endtermin. Diese Vorgänge sind da von oben völlig losgelöst und hier wird nichts kritisch angezeigt. Wir haben ja gesehen, mit dem Stichtag kann ich hier unten auch etwas kritisch machen oder ich schalte um bei Datei. Optionen erweitert, ganz unten mehrere kritische Wege berechnen. Okay, das heißt, alle Vorgangs, ja, Beziehungen, die nicht irgendwie miteinander verknüpft sind, werden unabhängig voneinander bewertet und da wird ein kritischer Pfad berechnet. Würde ich das jetzt verknüpfen mit dem Vorgang hier oben, wäre das nicht mehr kritisch, weil da ist ja noch Puffer. Ja, und erst dann würde hier verschoben werden. Unterlasse ich diese Verknüpfung zwischen den Vorgangsbeziehungen, wird jeder Weg einzeln kritisch beleuchtet. Andere Ansichten, um sich die kritischen Vorgänge anzuschauen. Ich wechsle mal hier oben auf die Gantt-Diagramm-Überwachungsansicht. Dies eine Ansicht.
in der man die kritischen Pfade neben dem Basisplan dann natürlich, ich habe keinen gespeichert, sehen würde und eine Ansicht, ich wechsle mal auf die weiteren Ansichten, die Balkendiagramm-Einzelheiten-Ansicht. Bei der Balkendiagramm-Einzelheiten-Ansicht bekommen wir angezeigt die Puffer. Moment, hier haben wir gerade keine. Bekommen wir angezeigt die Puffer, sogar wie viele Tage das sind. Ja, und gut, da würde ich dann natürlich hier, ups, umschalten noch, umschalten in die berechneten Termine. Das heißt, ich sehe, wann muss etwas spätestens beginnen, um nicht kritisch zu werden oder spätestens aufhören. Und ich habe hier wirklich ausgewiesen den Puffer. Welcher ist denn das? Ist das der freie oder der Gesamtpuffer? Das müsste der freie Puffer sein, der hier ausgewiesen wird.